Darknet Dealer. Oh oh. Mein Name ist Sascha. Unter dem Pseudonym Pfandleier baute ich einen Online-Drogenversandhandel auf und schaffte es bis ganz nach oben in die Darknet-Rankings. Lange Was? Zeit blieb der Polizei mein internationales Drogen-Startup verborgen, bis ich einen entscheidenden Fehler machte. Google benutzen. Hallo Sascha, Rebel möchte von dir wissen, wie verkauft man Drogen im Darknet? Gute Frage. Also ich habe mich damals mit dem Tor-Browser ins Darknet eingeloggt, der verborgene Teil des Internets, habe mir einen Marketplace gesucht, in dem Fall Silk Road, habe mein Profil für 150 Dollar abgegradet zum Vendor nice. und habe mir dann noch etwas Material besorgt und habe dieses dann verkauft. Gabriel XX fragt sich, welche Drogen hast du verkauft? Also in erster Linie waren es MDMA-Kristalle. Mhm. Da weiß man, dass das Feedback einfach immer super ist. Es waren <laughs> ungefähr 80 Prozent. Und dann hat sich Kokain irgendwann eingeschlichen, weil ich einfach den Markt übernehmen wollte. Ich wurde aber schon davor gewarnt, sobald du Kokain verkaufst, kriegst du schlechte Bewertungen, weil irgendjemand meckert immer am Koks. Ja. So war es dann auch. Etwas hasch etwas und weed war noch dabei. Und womit ich aber angefangen habe, war eigentlich aus, aus fremden MDMA eigene Ecstasy-Tabletten. Chat, der ist so breit. Es ist unglaublich. Zu pressen. Und dafür habe ich mir einfach eine TDP-5 aus London bestellt, etwas Zellulose, etwas Farbe und habe damit zweieinhalbtausend Teile die Stunde gepresst. Geil. Gangsterbusch fragt sich: Was ist die schlimmste Seite, die du im Darknet gesehen oh. hast? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auf der Silk Road und nur auf der Silk Road. Ich habe keine Minute damit verbracht, irgendwie rumzubrowsen und mich umzusehen. Ich war echt busy. Hast du irgendwann mal überlegt, was anderes außer Drogen zu verkaufen? In fact war mein erster Verkauf Bargeld, weil es 2011 wirklich schwer war, an Bitcoins zu kommen. Mm. Aber danach, man hat mal überlegt, ob man Waffen verkauft, weil man hat Kontakte nach Osteuropa. Aber man wusste, wie sehr das oder wie ungern das gesehen wurde, Waffenverkauf auf den Marketplätzen. Und deswegen äh, habe ich, es bei den Drogen belassen. Nice. Josef Lorenz van Kühn fragt sich, was waren das für Leute, von denen du die Drogen bekommen hast? Leute im selben Alter wie ich. Smarte Leute. Abenteurer. Osman möchte wissen... Hä? Hä? Was, ist, was sind... Was das denn für Antworten? Warum hast du damit angefangen? Also mit der kriminellen... K der weiß ganz genau, wenn er irgendwas Falsches sagt, dann... Ähm ja, dann, dann kommen diese smarten Leute bei ihm vorbei. Karriere habe ich begonnen, weil ich bis zu dem Zeitpunkt, ich war da Anfang 20, eigentlich leidenschaftlicher American Footballer war. Ich habe in der ersten Football-Bundesliga gespielt in Plattling. Mein ganzes Leben bestand aus, aus Sport: siebenmal die Woche trainieren, vier Stunden am Tag im Gym. Ich hatte vielleicht 94 Kilo, ich war echt topfit. habe mich dann in der, in der Sommerpause nach der Saison ein bisschen fett gefressen und im ersten Hallentraining beide hm. Kreuzbänder gerissen. Nein. Und dann hatte ich auch recht bald die OPs, nacheinander. Das heißt, ein halbes Jahr einfach nur rumliegen, linkes Knie, drei Monate warten, rechtes Knie, 40 Kilo zugenommen und man fühlte sich einfach nutzlos. Und wohin mit der Energie, wohin mit den Ambitionen? Viel Geld hatte ich auch nicht, aber irgendwas muss ich machen. Ich habe mein letztes Hab und Gut versetzt, einen Fernseher und einen Gaming-Rechner, bin nach Wien gefahren, habe mir ein XXL Growth-Zelt gekauft, 35 Cannabis-Stecklinge, habe die bei meinem Vater an der österreichischen Grenze ins Zelt geknallt, und habe 55 Tage später 750 Gramm Weed geerntet. Okay. Kurze Zeit später habe ich mal einen Link von meiner Mutter bekommen zu einem Artikel, einem Online-Artikel, der eben von der Silk Road berichtet hat. Und ich okay, dann mal, eine Viertelstunde später war ich eingeloggt auf der Silk Road, hatte meinen Account und 24 Stunden später hatte ich meine ersten Bitcoins. Krass. Papa Lost fragt sich… Äh, Chat. Also, die Bullen haben ihn geschnappt. Alright. Das Geld, was er an Bitcoin verdient hat, hat die Polizei darauf Zugriff? Hat die Polizei darauf Zugriff? Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht. Ich meine, ich mein, wenn er sich mit dem Key, ja, klar, ne? Aber äh, wenn er smart ist, hat er, hat er das wahrscheinlich halt an so ein paar andere Adressen. <laughs> Weitergeschickt. Ich glaube, ich glaub, der hat immer noch ein bisschen was. Ja? Wie viel kosten Drogen im Internet? Seit meiner Ära viel, viel, viel weniger. Als ich mich hm. angemeldet habe auf der Silk Road, hast du für ein Gramm MDMA 80 Dollar gezahlt. Nachdem ich in Rente gegangen bin, Ende 2012. <laughs> Hä? Rente? Der redet, als wäre wär so eine richtige Karriere gewesen. War der durchschnittliche Preis so bei 20 Dollar, der Kilopreis bei 10.000. MDMA zum Beispiel habe ich anfangs 6 später 7000 das Kilo gezahlt. Heute kriegt man das für 1500 hergeschmissen. Ja. 2011, 12, 13 war eine ganz andere Zeit. Herr Katze fragt sich, Katze. wie hast du die Drogen an deine Kunden versandt? Ja. Ich habe recht simpel angefangen, also wirklich etwas in den Luftpolsterumschlag reingeschmissen und habe eigentlich immer auf das Feedback gehört. Mach doch mal dies, mach doch mal das, nimm doch mal DVD Höhlen, die DVD Höhlen brauchen ein Cover, die DVD Höhlen müssen noch mal eingeschweißt werden, die müssen neu ausschauen wie Restposten. Man hat einfach auf die Community, auf die, auf die Clients gehört. Mhm. Und das war, glaube ich, der Weg zum Erfolg. Hast du die Briefe ganz normal zur Post gebracht? Ja. Ja, die Briefe habe ich einfach zu einem Drive-by-Briefkasten gebracht, wo man mit dem Auto ranfahren kann und habe einfach einen Karton entleert. Ja, ja, das machen alle. Ein, zweimal am Tag. Und das hat niemand mitbekommen. Wer interessiert sich für irgendjemanden, der Briefe zum Briefkasten bringt? 2012. Ahmed Lahn fragt sich, Wurdest du mal abgezockt? Also niemals beim Drogenkauf. Allerdings Ross Ulbricht, der Admin von Silk Road. Wer Horst Ulbricht? Silk Road. Drogenkauf. Allerdings Ross Ulbricht. Der Was? Wer? Horst Ulbricht? Russ Ulbricht. Der Admin von Silk Yo, Er hat dafür gesorgt, dass mir 120.000 Dollar abgegangen sind. Oh. Weil er einfach allen Leuten ihr Geld zurückgegeben hat, nur weil ich mich halt einen Monat lang nicht mehr angemeldet habe. Weil ich dann leider schon in Rente war und einfach paranoid war. Mm. Jonah möchte von dir wissen, wie konntest du die Bitcoins unbemerkt in echtes Geld umwandeln? Was mir da in die Hände gespielt hat, waren meine sehr frühen Kontakte in der Bitcoin-Community. Bereits im Herbst 2011 war ich eigentlich Connected im europäischen Raum und hatte dadurch Leute in Osteuropa, die mir binden. Ein bis zwei Stunden, nachdem ich in die Bitcoins geschickt habe, das Geld auf diversen Kreditkarten bereitgestellt haben mmh. und ich konnte es an Bankautomaten abheben. Cool. CAUS02 möchte von dir wissen, wie viel Geld hast du damals verdient? Also, ich war eine Ein-Mann-Armee und es war wirklich schwer, Buch zu führen. Und man muss auch im Kopf behalten, es war eine Achterbahnfahrt, es war progressiv, es ging steil los. Ich habe auch irgendwann recht früh wieder aufgehört damit, aber. In einem sehr guten Monat habe ich Buch geführt und da waren es 120.000 Euro Reingewinn. Und wie viel Not Geld war es insgesamt? Kann ich nicht beantworten. Unmöglich. Wirklich. Ich weiß ja, ey, äh, er hat es auf einmal vergessen. Er kann es nicht sagen. Chat, es war mehr. Chat, es war Real Talk mehr. Der hat noch, der hat noch was. <laughs> Guckt guck nicht an. Er hat noch was auf einem, auf einem äh, Bitcoin-Account. <laughs> der hat noch ein bisschen was. Nur diesen einen Monat, wo ich mitgerechnet habe. Lotus Kuss fragt sich, was hast du dir von dem Geld gekauft? Puh, also ich bin gern in Supersportwegen rumgefahren. Ich habe sie aber nicht gekauft, ich habe sie nur gemietet. Ich habe gern mein Haus schön eingerichtet, wo ich auch nur gemiet, was ich auch nur gemietet habe. Ich meine, man kann sich ja nicht einfach irgendein Haus kaufen mit, mit Schwarzgeld, das geht nicht. Hm. Ähm, ich habe es mir gut gehen lassen. Ich habe auch vielleicht mal in eine Immobilie im Ausland investiert. Aber. Im Großen und Ganzen war ich eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt zu schauen. Weil das Problem war, ich habe immer mehr bekommen, als ich bestellt habe in Holland. Ich habe fünf Kilo bestellt, ich habe zehn Kilo bekommen. Man hat geschaut, ja, dass echt? ich immer dick im Minus bin, damit ich fleißig zu tun habe. Elif Tab fragt sich, hast du selbst Drogen genommen? Ja, also ich habe es nicht wirklich krachen lassen, aber ich habe hier und da mal rumprobiert. Es gibt Drogen, auch legale Drogen, die ich bis heute nicht angefasst habe. Aber ich hatte zu der aktiven Zeit definitiv ein kleines Kokainproblem. Ich habe dazu nicht viel große Mengen gebraucht, aber ab der ersten Line hatte ich schon wirklich Psychosen, also paranoide Wahnvorstellungen. Und das war echt nicht witzig. Alright. Travis Scotch fragt sich: Hattest du keine Angst, erwischt zu werden? Ich habe schon recht früh Fehler begangen, die jeder Behörde aufgefallen wäre, wenn wir auf dem Schirm gewesen wären. Also der Silko, das oder als Marktplatz. Und ich hatte eigentlich jede Nacht, vor allem in der Nacht hatte ich Angst, im Zusammenhang mit Kokain hatte ich richtig Angst, da hatte ich schon Panik und ich wusste, dass früher oder später wird es schiefgehen, gehen, aber ich dachte, dass ich halt mal mit einem Kilo irgendwas im Kofferraum angehalten werde oder so oder erwischt werde und dann war es das und dann werden noch Gebäude durchsucht und dann findet man halt noch ein bisschen was, weil es war ja immer quasi on time delivery, mhm. man hatte nicht viel Zeug da rumliegen, aber ich hatte auf jeden Fall Angst, ja. Q fragt sich, hast du kein schlechtes Gewissen? Das mit dem Gewissen ist eine schwierige Frage. Also, also ich weiß nicht, ob es jetzt eine psychische Störung er, er ist. Er ist richtig stolz drauf, Chad. Ist, aber ich bin schon von früher Kindheit und vor allem in der Jugend recht gewissenfrei gewesen. Also, ich sage nicht skrupellos, aber das sind Faktoren, die in meiner Denkweise keine große Rolle spielen. Ja, auch sagen, ah. Ah ich habe keine Ahnung, Chad. Ich meine. Ich meine, hätte er es nicht verkauft, hätte es jemand anderes gemacht. Und ich glaube, er hat auch deswegen kein schlechtes Gewissen, weil er halt immer noch das Geld hat. Ich glaube, wenn. Ja, die hacke war, dann Ich glaube, wäre legit ihm alles weggenommen worden und richtig lange knast und sowas, dann hätte er ein schlechtes Gewissen. Aber, Chat, der hat Safe Call, der hat noch was, der hat noch richtig viel davon übrig. Und, äh, ja, de also dem geht's gut. Deswegen hat er kein schlechtes Gewissen. Morgen. Zeug war rein. Also es war. Ich meine, er hat, ich meine, er muss ja nur ein paar Bitcoin gespart haben. Er 2012 wurde er in Bitcoin bezahlt. Dann hat er, hat er dann irgendwie 1000 Bitcoin oder so halt auf irgendein Konto gemacht, keine Ahnung. Und die sind halt jetzt fucking viel wert. Also dem geht es halt actually gut. Vielfaches reiner als das, was man irgendwo anders hätte beziehen können. 2012 war es auch nicht so, dass jetzt irgendwelche Kinder an Bitcoins gekommen sind. Ja. Man wusste schon, dass sein Klientel zu Wahrscheinlich fast 100% aus Erwachsenen besteht, die wissen, was sie machen und die dann gerne einfach reinen Stoff hätten. Kannst du ausschließen, dass du jemanden. Das wären 48 Millionen. Ja, guckt. Dass ein Minderjähriger verkauft hast? <laughs> ich, um ausschließen kann ich es definitiv nicht, aber Minderjährige hätten sich an, in jedem Teil der Welt schwer getan, damit an Bitcoins zu kommen oder auf die Silk Road zu kommen. Jeder fragt sich: Hattest du eine Waffe? Oh. Ich hatte Angebote für eine Waffe. Mir wurde mal eine schallgedämpfte militär uzi angeboten für, im Tausch für 5000 Ecstasy-Tabletten. Ich habe lange gegrübelt, weil man wirklich in den Film fährt und man denkt sich, hm, wäre schon irgendwie nice. <laughs> ja. Aber die Vernunft hat gesiegt. Ich war auch froh, weil als das SEK kam, habe ich gemerkt, das ist das Erste, was sie suchen. Weil ja. Waffen in Verbindung mit Drogen. Halt Ein Realtalk, eine geschalldämpfte Uzi äh, von halt irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, US-Militär. Polnisches Militär oder so gejoinkt, das ist nicht gut. Also wenn das die Polizei findet, das ist wirklich nicht gut. Das ist ganz, ganz, ganz schlecht. Deswegen ist es besser, wenn, wenn er es nicht hat. Es gibt gleich mal fünf Jahre mehr. Kaito Varanial ja. fragt sich, welchen Fehler hast du gemacht? Jetzt kommt's. Also Fehler habe ich viele begangen. Ich habe zum Google. Beispiel am Anfang schon mal ein Bild von einer Ecstasy-Tablette mit GPS-Daten ins Forum gepostet. Ich habe mich oft verplappert. Das heißt, Viel zu viele Leute wussten Bescheid. <laughs> Der maßgebliche Fehler war einfach, dass, ich, dass ein Mensch und sein Fahrer am Ende des Tages einfach zu viel über mich wussten. Sie wussten, wie ich heiße, sie wussten, wo ich wohne. Das ist der Fehler gewesen. Ja. Weil mit dieser Person habe ich mich halt recht früh, es war noch am Anfang der Karriere, habe ich mich schon getroffen an der österreichisch-deutschen Grenze. Wir haben uns kennengelernt. Es war keine Freundschaft, aber man dachte, man kann sich vertrauen. Naja, ja. nee, dann ist es halt so, das Ding ist, die äh, Polizei bietet einem dann halt an, okay, Strafmilderung, äh, wenn du ein bisschen ausplapperst. Ne? Du kriegst 15 Jahre, aber ähm, wir können das Ganze super krass reduzieren, wenn du uns ein bisschen Informationen gibst, halt über die Leute, mit denen du zusammen was gemacht hast. Und äh, dann wurde er halt einfach verpetzt. Würden viele machen. Und mein Gott, da habt ab und zu mal ein halbes Kilo, Kilo Kilo, je nachdem, welche Ware hat halt mal den Besitzer gewechselt als er aber dann in Bedrängnis geraten ist, ist er sofort umgefallen wie ein Streichholz. Ja. Du wurdest also verraten. Ja, ich wurde verraten und zwar innerhalb von gefühlt fünf Minuten. Ja, Tavia, möchte von dir wissen, <laughs> ja, halt Real Talk, wenn dann wenn der, wenn du irgendwie jung bist und du verkaufst Drogen oder, oder irgendwie sowas und dann sind dann auf einmal die Polizei hat alles und sagt dann okay, du musst dein Leben lang in den Knast, außer du sagst uns mit wem du zusammengearbeitet hast, dann können wir gucken, was wir machen. Und dann sagst halt du sofort, ja okay, scheiß drauf, hier. Bam, 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 bam. Äh, yo, yo, ki, danke, Das ist ja eine uralte Taktik, Chat. Deswegen gibt's ja auch... Äh, ne, deswegen wird man noch meistens geschnappt, so als äh, Drogendealer. Wann hast du gemerkt, dass du am Arsch bist? Also ich wusste, dass ich definitiv am Arsch bin, als ich im Sommer 2013 die Observation des LKAs bemerkt habe. Es oh. war ein schöner Sommertag. Ich bin gerade von LSD runtergekommen und habe an nichts so Schlimmes gedacht. Aber habe halt gesehen, dass gegenüber von meinem Wohnzimmer irgendein Typ, der dort nichts zu suchen hat, einfach mal auf halbem Weg am Gehweg stehen bleibt, kurz in mein Fenster reinschaut und sich wieder umdreht und sich in seinen Golf R reinhockt. Und hm. zwar auf der Beifahrerseite und dort für vier Stunden verweilt. Oh. In der Zeit habe ich schon mein ganzes Haus sauber gemacht. Aber spätestens als er nach vier Stunden abgelöst wurde von dem schwarzen Band, der nichts anderes gemacht hat. Wusste ich so, hm, das, das gilt mir. Kannst du dich an den Tag erinnern, als du festgenommen wurdest? Und das war der 4. Juli 2013. Das war ungefähr. Mein Geburtstag, 4. Juli! 9 Uhr morgens. Als das SEK mit Rambok und Blendgranate reingekommen ist. Oha! Und mich. Ja. Chat, wie scheiß muss das denn sein? Einfach SEK kommt mit Blendgranate in dein Haus rein. Hä, WTF. <laughs> Junge. Recht unspektakulär danach verhaftet hat. Ja. Daniel Sikor fragt sich, wie lange warst du im Gefängnis? Ich wurde wegen gewerbsmäßigen Drogenhandel zu siebeneinhalb Jahren verurteilt, nur mit anschließender Drogenentzugstherapie. In U-Haft war ich zehn Monate, das war in Landshut. In Strafhaft in Straubing war ich 17 Monate. Im geschlossenen Maßregelvollzug in der Forensik eines Bezirksklinikums in Niederbayern war ich 13 Monate und dann noch mal 12 Monate im Probewohnen wo man aber eigentlich schon quasi daheim lebt. Lauking, 2674. Junge, siebeneinhalb Jahre. Und er hat halt immer noch danach ordentlich, ordentlich Bitcoins. Also, real talk, der ist richtig gut davongekommen. Der ist ja insane gut davongekommen. Der muss nie wieder arbeiten. Das Problem ist halt immer, wenn du zum Beispiel Drogendealer auf der Straße bist, die nehmen dann einfach dein komplettes Geld weg, alles weg, was du jemals damit verdient hast. Und dann kommst du in den Knast, kommst wieder raus und kriegst keinen Job. Und bist halt legit dein Leben lang am Arsch. Ne? Da musst du, halt, du musst halt dann irgendeinen Scheißjob machen, wo die dich halt gerade noch so nehmen. Und ähm, Aber der ist gut davongekommen. Fragt sich, wie realistisch findest du How to Sell Drugs Online Fast? Also, How to Sell Drugs Online Fast habe ich keine einzige Folge gesehen. Das ist eine gute Serie. Ich weiß, dass die Serie existiert. Ich weiß, dass sie wahrscheinlich auf Shiny Flakes basiert. Ich habe mir den Trailer angeschaut und ich habe gleich gesehen, Jungs, ganz ehrlich, also eine Darknet-Serie, die darf nicht von irgendwie einer Highschool-Romantic-Comedy leben. Das ist ein Thriller, das ist, da muss irgendwas, äh, ein Drama rauskommen aller Breaking Bad. Der Bulle möchte von dir wissen. Ja, aber es ist doch, es ist doch kein, ich meine, er hätte auch nicht Breaking Bad-Leben gelebt. Das ist ja eine echte Geschichte, dass, also, How to Say Drugs Online Fast ist, äh, geht ja um, um diesen einen Schüler, der das gemacht hat, der so ein bisschen nerdy war. Das ist ja nach einer echten Begebenheit. Ich meine, er, äh, er hat jetzt ja auch kein Breaking Bad-Leben gelebt. Das ist halt nicht so wie in einem Film. Ich finde das schon interessant, wenn man das so äh, realistisch erzählt hat, wie es war. Mhm. Würdest das ist eine echte Geschichte, ja. Basiert auf wahren Begebenheiten. Das, die meisten Leute, die sowas online verkaufen, sind Nerds. Das sind Nerds, weil äh, dieses ganze IP-Tracking und äh, äh, den. Ne, den Behörden aus dem Weg gehen und sowas mit halt so Online-Zeug, das kriegt nicht das kriegt halt nicht jeder x-beliebige Guy äh, hin. Das ist halt wirklich so ein Nerd-Ding. Ne? Viele, die halt auch diese ganzen Drogen verkaufen und so, sind im Endeffekt Nerds. Oder sind Nerds, die für irgendeine Gang arbeiten oder sowas. Würdest du etwas an deiner Vergangenheit ändern? Ich würde absolut nichts ändern, weil. <laughs> weil der immer noch Geld hat. Ich weil er immer noch fucking Geld hat. Jet, das ist ein Typ, der hat in keinster Weise irgendwie Reue, der hat noch so viel Geld auf seiner auf seiner auf seiner äh, komischen Wallet. wäre nicht dort, wo ich heute bin und er wäre ich dort dort, wo er heute ist. Ja, er ist so fucking reich. Ich bin ein ausgeglichener, selbstreflektierter Mann. Ja. Und vermisse gar nichts. Und er ist recht nicht das Geld. Ha. Huh. <laughs> Chat, dieser kleine Smile bei dem Geld. Geld. Chat, dieser kleine. <laughs> Seht ihr das? Ihr seht's, oder? Mm, also, ich will wissen, es recht nicht das Geld. Mm, Smile. Ach ja. Oh no. ja Ach, cooler Typ. Cooler Typ.